Heute kam Dest als Moments SBC raus. Wir werden uns in diesem Video anschauen, ob es sich lohnt, ihn abzuschließen. Kommen wir zunächst zur Spielerbio. Er ist rechter Verteidiger beim FC Barcelona in der La Liga und kommt aus den USA. Als Spielerarbeitsraten hat er Hochmittel, er hat richtig nice 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot. Seine Werte sind insgesamt wirklich ziemlich stark. Sein Tempowert ist mit 95 wirklich fast perfekt. Sein Stellungsspiel ist auch richtig nice, beim Passen ist die Übersicht in Ordnung und der kurze Pass ist mit 90 richtig gut. Mit 95 ist er wirklich sehr beweglich und die restlichen Dribblingwerte sind auch wirklich gut. Dest kann auch noch richtig stark verteidigen und bei der Physis ist die Ausdauer wirklich überragend. Die restlichen Werte hier sind auch wirklich top. Als Fähigkeiten hätte er noch den Flair Trade. Kommen wir zum Chemistry Style. Wir würden euch bei ihm einen Sentinel empfehlen, um die Defensive und Physis nochmal zu verbessern. Ihr könnt ihm aber auch einen Anker geben, um das Tempo nochmal zu pushen. Wie sieht es mit Linkmöglichkeiten aus? Insgesamt passt Dest natürlich gut in ein La Liga Team. Beispielsweise könnt ihr ihn mit De Jong, Coutinho oder auch Dembélé verlinken. Hier gibt es wirklich eine große Auswahl. Für die SBC hast du noch 7 Tage Zeit. Du musst hier 2 Teams abgeben, ein 82er und ein 85er Team mit jeweils einem Inform. Das Ganze kostet dann rund 110.000. Neben der SBC bekommst du noch Packs mit ca. 4 seltenen Goldspielern. Kommen wir zu Spielern mit ähnlichen Werten. Zum einen gibt es Tavernier Inform für 22.000, Klaus Headliner konnte man als SBC abschließen für 100.000 und Traoré Road to the Knockout kostet 32.000. Lasst doch jetzt sehr gerne mal ein Abo da, um uns auf dem Weg zu den 10.000 Abonnenten zu unterstützen. Aus der gleichen Liga gibt es Trippier Wildcard, den man als Objective freispielen konnte. Kappa Rulebreaker kostet 13.000 Münzen, der ist aber insgesamt schon deutlich schlechter. Und aus den USA gibt es Cannon aus dem Season Pass, der auch wirklich gute Werte hat. Insgesamt gibt es hier aber eher weniger Alternativen. Unsere Community hat wieder abgestimmt und ist insgesamt für ein Machen, da der Preis auch in Ordnung geht. Wenn du in Zukunft auch bei solchen Abstimmungen dabei sein möchtest, kannst du sehr gerne unseren Discord-Server joinen. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Die Werte von Dest sind wirklich stark für einen Außenverteidiger, vor allem auch was sein Tempo angeht. Zudem hat er auch 4 Sterne Skills und 4 Sterne Weakfoot, was für einen Verteidiger auch echt selten ist. Aus anderen Ligen gibt es für einen ähnlichen Preis Alternativen, wenn man sich aber nur die La Liga anschaut, gibt es hier wenig ähnliche gute Karten. Wir würden hier insgesamt machen sagen, aber nur wenn du Dest wirklich einbauen kannst. Der Preis ist für ihn auch auf jeden Fall in Ordnung. Was ist deine Meinung zu dieser SBC? Wirst du Dest abschließen? Schreib uns das gerne mal unten in die Kommentare. Lass es noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.